Ruft man bei einem der knapp 7000 Callcenter in Deutschland an, spricht man zunächst nicht mit einem der 500.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern mit einem Computer. Täglich finden so 20 Millionen Gespräche statt. Wir haben uns auf die Reise nach Nürnberg gemacht, um in einem Callcenter mehr über Spracherkennungssoftware und Sprachdialogsysteme herauszufinden. Was die Spracherkennung immer herausfordernd macht, ist, wenn ich nur 10 Punkte zum Anklicken habe, kann ich nie einen 11. klicken. Am Telefon können Sie sagen, was Sie wollen. Doch wie kann solch ein Sprachdialogsystem eigentlich verstehen, was wir ihm sagen? Und hat die Zunahme dieser Technologie einen Einfluss darauf, wie wir jetzt und auch in Zukunft miteinander sprechen? Der Mensch ist Mensch, weil er Sprache hat. Ja? Und es ist jetzt langsam so, dass wir an den Punkt gekommen sind, wo man feststellen kann, dass Sprache eben nicht mehr nur noch dem Menschen gehört. In Nürnberg treffen wir uns mit Herrn Kraus, dem Leiter des Callcenters der Sparda Bank. Für das Telefonbanking-Angebot nutzt man hier ein sogenanntes natürlichsprachliches Dialogsystem. Das heißt, man kann frei mit dem Computer sprechen und er versteht, was gesagt wurde. Hier im Callcenter zeigt uns Herr Kraus, wie die Anrufe der Kunden sowohl von Mitarbeitern als auch Computern beantwortet werden. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier im Callcenter, so beispielsweise in diesem Raum? Insgesamt immer so ungefähr 30, 40 Leute, die sich eben von 8 bis 18 Uhr an 5 Tagen in der Woche um die Wünsche der Kunden kümmern. Mhm. Und wie viele Anrufe kommen so rein pro Tag? Pro Tag sind es so zwischen 1000 und 2000, die wir persönlich beantworten. Ah, ja, okay. Aber es sind noch ein paar tausend mehr, die der Sprachcomputer schon vorqualifiziert oder auch komplett abschließend für uns beantwortet. Das heißt, wenn ich hier bei der Sparda Bank anrufe, komme ich auf jeden Fall erstmal an dieses Sprachdialogsystem, heißt es. Genau. Herzlich willkommen bei Ihrer Sparda Bank Nürnberg. Für alle Aufträge, die Sie uns erteilen möchten, geben Sie bitte von jetzt dieser Stimme Kunden wird ein Anrufer ein. Begrüßt und auch verabschiedet oder an einen Kundenberater weitergeleitet. Schauen wir uns mal an einem Arbeitsplatz an. September, August und September. Ein Kunde hat uns eben angerufen. Er hat sich im Sprachcomputer legitimiert. Wir wissen also, wer er ist, durch die Eingabe von Kontonummer und PIN. Und er hat auch schon einzelne Schritte im Computer erledigt. Hier steht, wie oft hat er uns eigentlich schon angerufen, woraus ich ableiten kann, ist es ein eher erfahrener Nutzer oder ist er da ganz neu, muss ich ihm noch Hilfestellung geben? Und wieder weiter unten sehe ich, was hat er denn heute gemacht, bevor er zu mir durchgestellt wurde? Zu den Routineaufgaben, die vom Sprachdialogsystem übernommen werden, gehören Überweisungen, Terminvereinbarungen oder Auskünfte über Öffnungszeiten. Komplexere Aufgaben werden vom Kundenberater übernommen. Auch den Umgang mit dem Dialogsystem bringen sie einem bei. Doch wie versteht ein Computer eigentlich, was ihm gesagt wird? Der Informatiker Dr. Haas hat das hier eingesetzte Sprachdialogsystem mit aufgebaut. Er arbeitet bei der Münchner Softwarefirma Crealog und ist Experte für Spracherkennung und Dialogdesign. Wenn ich da anrufe und ich möchte gerne eine Überweisung tätigen, was passiert dann? Speziell jetzt bei so einem Banking-System müssen Sie sich am Anfang legitimieren. Und wenn das passiert ist, gut, dann fragt so ein Sprachdialogsystem eben, was möchten Sie denn tun? Ja. Und dann sagen Sie beispielsweise, ich will eine Überweisung machen. Spracherkennung erkennt das und stößt dann den Prozess an, die anderen Daten abzuholen, um im Prinzip einen Überweisungsträger, wie man ihn kennt, auszufüllen. Das heißt, es sind zwei verschiedene Prozesse eigentlich, die ablaufen. Das ist einmal das, ich gebe ein analoges Signal, ich sage 1 und das wird vom Computer verstanden und dann passiert nochmal das mit dem Erkennen, Interpretieren oder dass auch Reaktionen genau. passieren. Erster Arbeitsschritt ist Spracherkennung. Erkennung, nicht verstehen. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die wir Experten in der Spracherkennung stark voneinander trennen. Eine Erkennung liefert uns dann die Worte, die Sie vermutlich gesagt haben. Dieses Ergebnis greift der nächste Algorithmus auf, der von der Applikation etwas versteht. Man kann das ja auch hier genauer anschauen, richtig? Also Sie programmieren ja eigentlich Code, so genau. C++ war das. Jetzt sieht man hier ja so für Symbole, das sieht ja gar nicht aus wie Code, sondern ja, das sind genau. ja kleine Bildchen. Ja, das, was wir hier als Applikation sehen, dahinter liegt eine Masse an C++-Objekten, an C++-Codes. Und hier haben wir mal einen Ausschnitt, wie in einem solchen Bankendialog eine Bankleitzahl beispielsweise eingegeben werden kann. Dazu können wir gerne auch mal schnell einen Blick in so ein Protokoll aus der Spracherkennung werfen. Wird ein Anrufer aufgefordert, seine Bankleitzahl einzusprechen und sagt
505-102-01 erkennt das System beispielsweise die Ziffernfolge 505-102-01, aber auch die Ziffernfolge 500-502-01. Da in unserem Beispiel beide Ziffernfolgen vom Spracherkenner als gleich wahrscheinlich angenommen wurden, bekommt man also mehrere Ergebnisse. Und jetzt sagen wir, Spracherkennung, du hast uns Informationen geliefert, wir sind uns nicht sicher, was ist es. Aber jetzt können wir den Schritt zurück machen und sagen, hey, wir wissen doch ganz genau, wir wollen eine Bankleitzahl erkennen. Und es sind nicht alle achtstellige Bankleitzahlen. Das Sprachdialogsystem prüft nun über eine Schnittstelle die wahrscheinlichsten Ziffernfolgen bei einem Banking-Host. Der Banking-Host stellt fest, die Ziffernfolge 505-102-01 ist gar keine gültige Bankleitzahl. Die Ziffernfolge 500-502-01 aber schon. Und damit weiß das System, welche Bankleitzahl gesagt wurde. Das heißt, es ist auch so, dass dieses System umso besser funktioniert, je deutlicher abgesteckt eigentlich das Feld der Wahrscheinlichkeiten ist. Ja, wir machen hier Banking. Das heißt, ich muss hier nicht Themen zu Müllgebühren, zu irgendwelchen Beerdigungsverordnungen und sonst was erkennen. Mhm. Was wir hier tun, ist zu sagen, wir wissen, nach welchem Element wir suchen. Das holen wir uns raus. Wir prüfen das gegen irgendwelche Hosts, gegen irgendwelche Datenbanken auf Gültigkeit. Was man sich vorstellen kann und was Google ja tut, ist zu sagen, die Interpretation, die wir aus dem, was Sie sagen, über eine Google Search machen, ist unsere Google Suchmaschine. Das heißt, die nehmen diese Wortkette, werfen die in die Google Suchmaschine, die können Sie genauso eintippen. Das ist nur ein anderer Eingabekanal und die Interpretationsmaschine ist die Suche. Und das sind also die zwei Punkte, die Sie immer erledigen müssen in jeder Applikation. Das heißt, Siri oder Google können eine sehr viel größere Bandbreite an Eingaben verarbeiten, weil sie eine unglaublich große Datenbank hinter sich haben, mit der sie halt Wahrscheinlichkeit dann berechnen können? Wobei, das kann jede Spracherkennung, das kann auch diese Spracherkennung. Ja. Aber es ist nicht nötig. Mhm. Es ist nicht nötig, weil wir uns im Bankenbereich bewegen und damit reichen uns diese 3.000, 3.500, 4.000 Wörter. Ja. Und alle anderen werden abgebildet auf, das kann ich nicht. Mhm. Und das ist das, weshalb man sich mit einem solchen Sprachdialogsystem immer nur innerhalb eines eingeschränkten Bereichs bewegt. Das heißt, erst durch den Kontext versteht ein Sprachdialogsystem, was ein Anrufer sagt. In diesem Fall muss die Software also in der Hauptsache Gespräche zu Bankgeschäften führen können. Das System beherrscht aber auch allgemeinere Regeln der Kommunikation, die über das reine Bankgeschäft hinausgehen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Überweisung im Sprachcomputer eingeben. Und jetzt haben Sie die Daten aber nicht sofort bei der Hand. Mhm. Und was sagt man als erstes dann? Was würde man zu einem Menschen sagen? Warte mal kurz. Genau. Warte mal kurz. Moment bitte. Und auf sowas reagiert dann auch das Sprachdialogsystem und sagt dann, Sie brauchen einen Moment Zeit. Mhm. Und dann wartet auch der Sprachcomputer darauf, bis Sie die Unterlagen beigeholt haben. Und nette Gimmicks am Rande, ja, das kann er eben auch. Mhm. Menschen sagen ganz oft zum Computer auch Danke. Ah ja, ja. Und dann sagt man doch auch gern geschehen. Ach so. Also es ist schon so, das übergeordnete Ziel ist zum einen, die Berater zu entlassen und auch proaktiv immer so den Kunden zufrieden machen, ne? So vorzugreifen, das ist schon etwas, so ein Paradigma, nach dem programmiert wird. Ja, dafür sind wir da. Mhm. Und der Sprachcomputer soll nicht dazu dienen, nur zu rationalisieren und irgendwie Personal einzusparen, Sie sprachen es vorhin an, sondern nein, es geht darum, den Kunden zufrieden zu machen. Das ist der Job. Sprachcomputer hören uns zu und reden mit uns. Tätigkeiten, die jahrhundertelang Menschen vorbehalten waren. Was bedeutet das für unsere Sprache, wenn jetzt plötzlich Maschinen ganz alltäglich und fast schon selbstverständlich daran beteiligt sind? Auf dem Rückweg fahren wir nach Dresden und treffen uns dort mit Joachim Charlott, Professor der Linguistik an der Technischen Universität. Hier untersucht er, wie Sprache mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt. Ich würde sagen, es ist einfach was völlig Neues. Ja, das ist, glaube ich, auch, wir wissen noch nicht, was es ist. Es ist etwas, was überhaupt erst im Entstehen ist. Also was passiert damit, wenn der Callcenter-Computer sagt, schön, dass Sie anrufen, Herr Charlott.
Was ist denn da? Was macht das mit uns? Ja, hat das die gleiche Bedeutung, wie wenn das ein Herr oder eine Dame, die im Callcenter arbeitet, sagt? Müssen denn Menschen auch dazu lernen in Zukunft? Also ich denke, dass sich solche Sprachdialogsysteme ja immer stärker durchsetzen werden. Es gibt immer mehr. Es ist halt eine Effizienzsteigerung, es ist bequemer, es führt zu mehr Erreichbarkeit. Das heißt, wir werden immer öfter auf solche Dialogsysteme stoßen. Müssen wir selber uns in irgendeiner Form anpassen, beziehungsweise weitergedacht, verändert sich unsere Sprache dadurch? Also ich denke, ich würde da nicht, ja, also anpassen ist wahrscheinlich wirklich der richtige Ausdruck. Es heißt aber natürlich auch, dass wir immer mehr zum Objekt der Sprache werden. Also das heißt, wir werden auch immer mehr sozusagen an die Bedingungen gebunden, für die dieses System überhaupt gemacht ist. Ja? Weil natürlich steht auch eine institutionelle Macht hinter diesen Dialogsystemen. Ne? Wer die macht und wer die sozusagen einsetzt, der kann von uns erwarten, dass wir eben nur bestimmte Dinge von ihm oder von dieser Institution wollen. Ja. Das andere, was du gefragt hast, ist ja der Aspekt, welche Folgen hat das für die Sprache? Und das ist natürlich tatsächlich so. Also wir müssen uns auch hier darauf einlassen, dass wir immer im Kopf haben werden, dass wir es mit einer Maschine zu tun haben, die eben nur, von der wir auch nur erwarten, dass sie nur bestimmte Dinge kann. Also es wird keinen Sinn haben, mit dieser Maschine über das Wetter plaudern zu wollen, wie man es vielleicht mit manchen Callcenter-Angestellten machen könnte. Aber was eigentlich dadurch passiert, ist natürlich auch, wenn Maschinen verstärkt Sprache benutzen oder auch mit uns interagieren, ist dann schon so, dass sozusagen die Normen, wie Sprache oder wie gute Sprache sein soll, ja, sozusagen sich vom Menschen als einzigem Träger wegbewegen. Ja? Also Dialogsystem ist ein Ausdruck davon, aber auch Bots oder sowas, ja, die halt auf Twitter beispielsweise kommunizieren, sind ein Teil dessen. Und glaubst du, dass es da so eine starke Rückkopplung geben wird an unsere Alltagssprache? Ja, also bin ich überzeugt. Also ich bin überzeugt, dass also je mehr auch von unserer Sprache in digitalen Medien stattfindet, und das wird ja immer mehr, also das ist ja schon, also für ganz viele Dinge sowieso schon der Fall, aber es wird natürlich auch immer mehr werden. Und je mehr wir auch wollen, dass diese Sprache weiter verarbeitbar wird, desto mehr werden wir unsere Alltagssprache auch daran anpassen. Aber natürlich wird es gleichzeitig auch eine Weiterentwicklung der maschinellen Sprachverarbeitung geben, die dann auch wiederum differenziertere Dinge ermöglicht, als es jetzt eben zurzeit möglich ist. Da bin ich auch überzeugt. Ob Sprachcomputer irgendwann Dialoge wie Menschen führen können, ist erstmal ungewiss. Im Moment ist eher die Frage, wo sie mit ihren derzeitigen Möglichkeiten wirklich sinnvoll eingesetzt werden können. Wir reden über einen Automaten. Ein Automat kann formalisierbare Dinge abarbeiten. Und dafür ist es sehr gut geeignet, weil Sie auch am Sonntagabend um 3.59 Uhr erfahren können, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben und ob Sie sich noch einen Drink leisten können. Dafür ist er gut. Er ist nicht dafür gut, dass Sie anrufen können und sagen, ich brauche eine neue Wohnung in Berlin, ach, und eigentlich finde ich es schnuckelig, eine WG zu haben, und was ist denn deine Meinung dazu? Dafür ist ein Computer nicht da. Am Anfang unserer Reise hätten wir nicht gedacht, dass die simple Begrüßung durch eine Computerstimme so viele Bedeutungen haben kann. Für manche ist das Ausdruck von Servicequalität, andere sehen darin einen Kulturwandel. Sprachdialogsysteme entlasten Mitarbeiter und bieten permanente Erreichbarkeit. Auf der anderen Seite ersetzen sie keinen flexiblen und empathischen Gesprächspartner. Und auch wenn Sprachdialogsysteme immer weiter dazulernen, wird es wohl so bleiben, dass Computer immer nur so tun, als würden sie einen verstehen. Es sind Automaten, mit denen wir sprechen, und keine Menschen. Und um uns besser mit ihnen zu verstehen, müssen auch wir mit ihnen sprechen lernen.